Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 12 News Update. Das sind leider noch nicht die 100% Patch Notes, aber ich habe ein paar neue Informationen. Die 100% Patch Notes kommen übrigens am Montag raus. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, darüber ein Video zu machen, weil meine Arbeitszeiten da gerade leider relativ bescheiden sind. Da muss ich bis 22 Uhr arbeiten und den nächsten Tag habe ich zwar Frühschicht, kann in die neue Season rein streamen, aber dazwischen habe ich leider keine Zeit, das Patchnote-Video zu machen. Vieles ist schon bekannt. Ich möchte heute über den Mad Maggie-Trailer reden und warum viele denken, dass die mega abfacken könnte. Ich möchte jetzt nicht wieder den Fehler machen und über eine Legende sprechen, die neu reinkommt, die noch nicht draußen ist und das Wort OP in den Mund nehmen. Aber es gibt mal wieder ein fettgedrucktes Aber. Ich möchte noch erzählen, um was es noch geht. Das Next-Gen-Update, das steht extrem bald bevor. Wahrscheinlich schon in den nächsten Tagen, vielleicht auch noch früher. Wir wissen es nicht. Es gibt einen Post, den ich euch gleich zeigen werde. Und ich zeige euch die Map-Rotation. Es wird keine 4-Map-Rotation, sondern eine 3-Map-Rotation. Das steht auch schon fest. Und ganz zum Schluss, wer es nicht wissen will, der reaktive Skin von Bloodhound. Ich zeige euch, wie man den bekommt. Wer nicht wissen will und sich überraschen lassen will, wie man den bekommt, ich zeige es ganz zum Schluss bewusst. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Mad Maggie Trailer an. Der kam gestern raus. Der geht knapp 2 Minuten. Der Trailer ist sehr geil. Aber der Trailer zeigt mir auch, dass ich verstehen kann, warum viele Dataminer vor einigen Tagen noch dachten, dass Mad Maggie tatsächlich so ein Forged-Ding ist. Also, dass wir quasi geforged wurden. Wer schon so lange dabei ist, dass er die Legende Forge kennt, die eigentlich kommen sollte und dann Revenant kam. Einige dachten anhand auch der Fähigkeiten, Maggie könnte tatsächlich wieder ein Fake sein und es kommt doch eine ganz andere Legende. Scheinbar ist es nicht so. Es gibt wieder ganz große Streamer wie ACU, die die neue Legende schon testen konnten. Kleiner Spoiler, er meint, diese Legende wird Apex nicht gut tun. Und das sagt schon viel aus. Natürlich hat er auch gesagt damals, als Ashe reinkam, es wird niemand wieder Wraith spielen. Das ist natürlich auch Käse gewesen. Aber wir sehen jetzt in dem Trailer, ich zeige euch erstmal den Trailer und dann seht ihr, warum Mad Maggie richtig abfacken könnte. Und warum Gibby, der eine nahezu 100%ige Pickrate in den Apex Legends World Series hat, nahezu nutzlos wird. Und das ist einfach mal ein Fakt. Also viel Spaß jetzt erstmal bei dem Trailer, der wirklich tatsächlich extrem geil ist. Und danach gehen wir den Trailer gemeinsam durch und wir schauen mal, was es dort zu erzählen gibt. Viel Spaß. A cutthroat warlord and self-proclaimed freedom fighter, Mad Maggie's punishment for her vicious attacks across the Outlands has landed her in the Apex Games. Syndicate's gonna regret letting Mad Maggie off her leash. Now, will she face justice, or will Maggie turn the tables on her would-be executioners? You know what they say? Mess with the bull and I'll trample you to death. When there's blood in the water, Maggie will sense it. She's able to track down those she's hurt to finish the job. Zelvo says kia ora, by the way. And don't bother trying to run. Maggie moves faster when carrying a shotgun, allowing her to close the distance on any fleeing opponents. What are you legends made of? Emotions? Those who try to hide behind cover will soon discover nowhere is safe. Maggie's riot drill allows her to burn out her enemies. Killing and drilling. But nothing embodies Maggie's love of wanton destruction like her ultimate. Get the hell out of her way. A powerful wrecking ball that leaves death and speed boosts in its wake. One day Zelvo will be free. And the next day, the Syndicate will be dead. Be wary, Legends. The most feared villain in the Outlands is at your door. You must band together to control this madness, or she's sure to bring the games down around her. The Apex Games, brought to you by the Syndicate and Silva Pharmaceuticals. Bevor es losgeht, ganz kleine Information. Ich habe vor ein paar Tagen ein Unboxing über einen neuen Aim-Controller gemacht und habe da ein paar Gimmicks gezeigt, wie eine neue Tastatur, Maus und so weiter und so fort. Das will ich verlosen und diesen Samstag möchte ich auf Twitch live streamen. Dort werde ich den ganzen Spaß
verlosen. Ich bin noch nicht ganz sicher über die Uhrzeit, ob ich am Ende des Streams alles peu à peu verlose oder pro Stunde ein Teil verlose. Lasst mich in den Kommentaren einfach mal wissen, für alle, die bei Twitch sowieso dabei sind, würdet ihr es besser finden, jede Stunde eine Sache verlosen. Es gibt zwei Tassen, es gibt eine Maus, es gibt eine Tastatur und ein Mauspad zu gewinnen. Lasst mich mal wissen, wie ihr das besser finden würdet. Natürlich alles einzeln, nicht als Gesamtpaket an eine Person. Macht Sinn, wenn ich es wahrscheinlich stündlich mache oder eben am Ende des Streams. Wann am Samstag der Stream startet, kann ich noch nicht sagen. Lasst euch einfach mal überraschen. Seid einfach auf Twitch mit dabei, würde ich mich freuen. Und dann werden wir sehen, wie das läuft. Das ist meine erste Verlosung. Ich hoffe, dass das alles glatt läuft. Und jetzt fangen wir mit der Analyse des Trailers an. War übrigens erstmal ein Skydive, der schon mal ganz cool aussieht. Und hier sehen wir eigentlich schon das Erste. Wir sehen im Hintergrund ihre taktische Fähigkeit, die durch sämtliche Oberflächen geht. Und wir sehen hier dieses Gebilde. Das ist, ich sage mal, locker mehr als einen Meter breit. Und wenn sich jetzt ein Gegner dahinter befinden würde, der Deckung sucht, würde der immer noch davon getroffen werden. Also ihr wisst jetzt schon mal, durch extrem dicke Wände geht diese taktische Fähigkeit und verbrennt den Gegner. Das ist echt krass. Ja, man, Finisher ist nichts Neues. Und jetzt kommt die Kontroverse, über die jeder spricht. Respawn selber hat gesagt, die neuesten Legenden haben irgendwie alle Fähigkeiten bekommen, womit man Gegner scannen kann. Davon wollte Respawn eigentlich weggehen. Und jetzt haben wir eine Legende, die, egal mit welcher Waffe, sie schießt den Gegner an. Einfach nur schießen, mehr musst du nicht machen. Und der Gegner ist gewallhackt. Es ist noch nie einfacher gewesen, einen Gegner zu markieren, bis auf den Bloodhound-Scan. Der Bloodhound-Scan angeblich soll übrigens genervt werden, warum auch immer. Aber das finde ich extrem eklig. Ich weiß, dieses Thema OP nimmt niemand gerne in den Mund. Aber das ist einfach krass und ich verstehe, warum einige dachten, dass Mad Maggie vielleicht tatsächlich nur so ein Forge-Ding ist und nicht die neue Legende ist. Aber ich glaube nicht, dass Respawn sich so viel Mühe macht und hier so ein Zeug zaubert. Und die Legende wurde ja auch schon offensichtlich getestet von verschiedenen großen Streamern. Schneller rennen mit Shotguns sollte auch klar sein, das ist auch nichts Neues. Aber die taktische Fähigkeit ist eigentlich das, was ich am gruseligsten finde. Und hier haben wir es. Und das, als ich das in meinem Livestream gestern erfahren habe, dachte ich, ich muss mal kurz im Strahl brechen. Ich hätte felsenfest meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass die taktische Fähigkeit nicht die Gibby-Bubble durchbrechen kann, und sie kann es. Und das ist der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Statistisch gesehen ist Gibby in den Apex Legends Global Series nahezu bei 100% Pickrate pro Squad. Damit ist Gibby quasi unbrauchbar geworden. Und ich möchte auch nochmal meine Freude über den Caustic-Nerf im Patch-Note-Video letztens so ein bisschen zurücknehmen. Da gab es viel Kritik, viele haben gesagt, die verstehen nicht, warum der Caustic so extrem genervt wird. Und ich sehe mittlerweile mit logischem Denken, dass das tatsächlich einfach zu weit geht und auch Caustic in Season 12 wahrscheinlich nahezu unbrauchbar ist und Gibby kannst du eigentlich vergessen. Und ich finde die Skills von Mad Maggie alle so samt interessant, dass sie 100 Pro in jedem Ranked Squad vertreten sein wird. Die Ulti tatsächlich, die finde ich gar nicht mal so mega interessant. Sie ist nicht schlecht, wenn du so eine Situation hast, wo wirklich geradlinig die Gegner vor dir stehen, dann kannst du das Ding mal raushauen. Aber es ist trotzdem sicherlich nicht einfach, die Gegner direkt zu treffen. Diese Beschleunigungskissen, damit, wenn du da drauf läufst, wirst du selber schneller und die explodieren irgendwann. Damit kann man natürlich vielleicht eine schmale Gasse ganz gut zuballern, sodass du ein paar Gegner triffst. Stell dir zum Beispiel auf World's Edge die Stelle vor, wo es zu so einem Tresor geht. Das sind immer schmale Gänge, da kann man einfach mal die Ulti reinschmeißen, wenn man da Gegner sieht. Und schon triffst du da garantiert den einen oder anderen. Aber das hier, das zeigt mir, dass Mad Maggie einfach heftig sein wird. Bloodhound scannt dieses Gebäude, sieht links neben der Tür einfach dieses Rampart-Cover
sie haut ihre taktische dagegen und sie hat einfach mal safe ein paar easy hits oder zumindest sind die Gegner erstmal leicht erschrocken und du knallst da einfach mit deinem Squad rein und hast den Spaß deines Lebens. Also ganz ehrlich, also ich muss nochmal betonen, OP, ich habe seit Loba habe ich es bereut, wenn ich über eine Legende spreche, die OP ist. Aber das, was man hier sieht, ist schon extrem krass und es ist für mich nur logischer Menschenverstand, dass man erkennt, dass es die ein oder andere Stammlegende unbrauchbar macht. Die Gibby Bubble ist so nützlich, ich habe sie gestern in Ranked wieder mehrfach benutzt und die ist so effektiv. 100%, ich würde in jedem Ranked Squad ab einem bestimmten Niveau Maggie am Start sein, weil es einfach so easy sein wird, diese Gibby Bubble zu kontern. Das ist extrem heftig und meiner Meinung nach einfach zu krass. Kleiner Hinweis aber noch, Respawn hatte damals gesagt, als der Fail mit Fuse war. Fuse wurde extrem gehatet, als er rauskam in Season 8. Er war einfach zu schwach, keine Sau wollte Fuse spielen, weil er einfach schlecht war. Und Respawn hat es sich zur Aufgabe gemacht, lieber eine Legende rauszubringen, neu, die erstmal ein bisschen zu stark ist und wird sie dann peu à peu ein bisschen abschwächen, bis sie perfekt ist. Haben wir bei Seer gesehen in Season 10. Dort konnte die taktische ja, glaube ich, 5, 6 oder 7 Sachen, konnte die eine fucking taktische L1 kurz gedrückt und schon hast du 7 Effekte gehabt. Das war schon echt heftig. Es hat ein bisschen gedauert, bis das genervt wurde, aber es kam schlussendlich. Aber mit Maggie, haut's in die Kommentare. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Das ist extremst heftig. Jetzt reden wir über das Next Gen Update. Gestern kam dieser Post übersetzt, Update der nächsten Generationen von Apex Legends, PS5, Xbox, kommt sehr, sehr bald. Hier auf Englisch klingt es viel geiler, very, very shortly. Also wir könnten theoretisch entweder zum Start von Season 12 oder vielleicht schon so ein, zwei Tage früher damit rechnen. Aber ich gehe fest davon aus, dass wir spätestens zum Start von Season 12 das Update bekommen. Ganz wichtig an alle, ich habe es gestern im Livestream habe ich über diesen Post gesprochen und viele waren sich noch unsicher, wie wird das eigentlich funktionieren. Du lädst auf den Next-Gen-Konsolen eine neue Version runter. Die Version, die du dann jetzt hast, die ist unbrauchbar, die kannst du löschen. Du kannst auch nicht, wenn du einen PS4-Aim-Controller zum Beispiel hast oder allgemein dein PS4-Controller wird auf der Next-Gen-Version nicht funktionieren. Also an alle PS5-Spieler da draußen, die Apex spielen, mit einem PS4-Controller und ihr ekelhaftes, widerliches Strike-Pack benutzen, bleibt bei der PS4-Version. Ihr könnt dann sowieso nicht die Next-Gen-Version spielen mit eurem Strike-Pack. Oder ihr müsst euch entscheiden zwischen Strike-Pack und 120 FPS. Kleiner Wink dabei am Rande, weil ich ja Strike-Packer so sehr liebe. Da hätte ich es doch fast vergessen. Ich wollte schon das nächste Thema anreißen. Weiter in diesem Post heißt es, dass dem Next-Gen-Update noch ein Haufen neuer Funktionen hinzugefügt wird. Aktuell habe ich keine Ahnung, was ein Haufen alles bedeuten könnte, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht only in den Next-Gen-Versions vielleicht die überarbeitete Firing Range mit drin ist. Das ist nur eine Theorie von mir. Cross-Progression glaube ich tatsächlich noch nicht dran, dass dieses Feature jetzt zeitgleich mit dem Next-Gen-Update kommt. Ungefähr 80 GB soll es übrigens groß sein. Auch hier könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was könnt ihr euch noch vorstellen, was es für ein Haufen Funktionen noch sein könnte. Also mit einem Update noch mehr Sachen. Also die überarbeitete Firing Range könnte ich mir vorstellen. Dann gibt es in der mobilen Version noch eine andere Art und Weise, die Waffen zu inspizieren. Da hat man ein richtiges HUD, sieht in so einer Art Matrix-Explosionszeichnung die Waffen mit Stats, einzelnen Kugelschaden, Headshot-Schaden, Beinschaden und so weiter habe ich mal gezeigt. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, aber ansonsten habe ich keine weitere Idee, was ein Haufen noch alles bedeuten könnte. Jetzt seid ihr dran. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Ach ja, 3-Map-Rotation. Dieses Bild kam vor 2 Tagen raus und dieses Bild verrät, wir haben doch nicht, wie ursprünglich von mir vermutet, eine 4-Map-Rotation, weil wir im letzten Trailer, im Gameplay-Trailer alle 4 Maps gesehen haben.
dieses Cover oder dieses Bild bestätigt. Ich mach's mal ein bisschen größer. Was alles neu ist, Kontrolle links, dann haben wir einen neuen Battle Pass, New Rank, wir haben Split 1 auf Olympus und Split 2 tatsächlich auf Kings Canyon. Damit habe ich jetzt persönlich nicht gerechnet. Ich weiß, dass viele kein Freund davon sind, dass Kings Canyon wieder in den Ranked-Modus hineinfällt. Also da gibt es extrem viel Gegenwind, was ich schade finde, weil ich Kings Canyon einfach geil finde und es total anstrengend finde, zum Beispiel auf Stormpoint, eine Map, die viel zu groß ist und zwischen den Fights einfach viel zu viel Zeit vergeht, finde ich Kings Canyon einfach spannender, weil die Fights schneller passieren. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und ein Stück weiter rechts sehen wir Olympus Sabotage Update und eine 3-Map-Rotation. Olympus, Stormpoint und Kings Canyon. World's Edge wird es demnach in Season 12 quasi 3 Monate nicht zu spielen geben. Dass irgendwann jede Map mal dran ist und nicht spielbar ist, das war ja sowieso klar. Jetzt ist es eben mal wieder World's Edge, das hat man ja auch schon mal. Ich freue mich aber, dass Kings Canyon zurück ist. Und bevor ich es vergesse, Achtung, Spoiler, jetzt der reaktive Skin, der allererste reaktive Skin überhaupt im Spiel für Bloodhound. Ich sage euch jetzt, wie man ihn bekommt und die Enttäuschung wird bei vielen wahrscheinlich groß sein. Wie das passiert, wer das jetzt nicht mehr hören will, der sollte jetzt wegschalten und freue ich mich auf jeden Fall, dass er da war und könnt dem Video gerne einen Daumen da lassen und ein Abo. Wenn ihr nichts mehr völlig kostenlos verpassen wollt, würde ich mich sehr drüber freuen. Also hier dieser reaktive Skin, der sich glaube ich 3 oder 4 Mal weiterentwickelt. Ich habe es aus dem Trailer jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, wie viel oder wie oft wir bekommen den im Anniversary Collection Event. Normalerweise, und so war es letztes Jahr, Collection Event, wir kaufen wieder 24 Sachen, 24 Skins und bekommen dann Erbstücksplitter. Oder wie es bei Collection Events eben so ist, du bekommst ein Erbstück. Wir bekommen tatsächlich den Skin und keine Erbstücksplitter oder kein Erbstück. Ist das zu fassen? Ich finde das ekelhaft. Ich weiß es nicht. Und dann für eine Legende, die sowieso schon ein Erbstück hat. Bloodhound ist sehr beliebt, aber ich finde, also ich habe gestern in meinem Livestream, habe ich auch darüber gesprochen, habe das erwähnt, das fanden viele richtig krass, dass man für einen Skin, versteht mich nicht falsch, ich selber habe viel Geld für Skins ausgegeben, weil sie geil aussehen, aber dann in-game einen Skin, das sieht man alles nicht, das ist mir alles klar, aber wenn ich in-game einen Skin spiele, der sich nach einigen Kills weiterentwickelt, was habe ich davon? Ich sehe das nicht mal. Ein Erbstück habe ich wenigstens in der Hand, während ich zocke, während ich spiele. Das kann ich betrachten, da freue ich mich. Auch wenn das alles viel zu teuer ist, aber ein reaktiver Skin, den du nicht mal siehst, wenn du zockst, ist meiner Meinung nach absoluter Schwachsinn. Wenn wir wenigstens einen auswählbaren Third-Person-Modus à la Fortnite hätten, dann könnte ich das vielleicht auch noch ein bisschen nachvollziehen. Aber ich weiß, die Enttäuschung wird bei vielen sehr, sehr groß sein. Auch die ganzen Skins für das Anniversary Event wurden schon geleakt, gezeigt. Auch der Battle Pass. Ich lasse die Finger davon, weil ich das schade finde. Ich habe leider keinen Early Access für diese Season bekommen, wie die meisten, die das Privileg haben, weil das dieses Jahr einfach nicht vorgesehen war, warum auch immer. Aber es stickert trotzdem schon wieder einiges durch und ich hoffe, dass ich in Season 13 dann wieder einen Early Access bekomme. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Ladies and Gentlemen, das war es jetzt von mir. Wie gesagt, am kommenden Samstag gibt es den nächsten Livestream. Ich denke mal so zwischen 15 und 17 Uhr spätestens werde ich on sein. Dort gibt es dann die Verlosungen für den ganzen Aim-Controllers-Stuff. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.